Der Ball ist jetzt ein bisschen zurückgekommen nach dem Landen auf dem Grün, etwas zurückgerollt also. Viele Golfer stellen sich immer die Frage, ja, wie kriege ich das hin, dass mein Ball auf dem Grün aufkommt und dann Backspin hat, also zurückrollt. Jeder Golfball, der in die Luft fliegt, fliegt deswegen, weil er Backspin hat. Das ist der Grund dafür, dass ein Ball überhaupt hochfliegt. Das heißt, ihre Bälle haben Backspin. Jetzt ist es so, dass man das, was man im Fernsehen sieht, vor allem deswegen hat, weil da einfach andere Bedingungen herrschen. Das heißt, wenn ich von sehr kurz gemähtem Gras schlagen kann und da einen sauberen Kontakt erzeuge, dann ist einfach zwischen Schlägerblatt und Ball im Treffmoment eben wenig Gras. Und das erzeugt einfach mehr Reibung. Das heißt, die Fairways, die man dort auf der Tour hat, die sind einfach kürzer gemäht als die Fairways, von denen normale Golfer spielen. Auch die Grüns sind in aller Regel kürzer gemäht, sodass auch beim Landen mehr Rückwärtsdrall entsteht. Darüber hinaus sollte es so sein, dass sie mit einem guten Golfball Schläge machen, weil der einfach mehr Spin annimmt, und halten Sie Ihre Groove sauber. Das heißt, wenn der Schläger sauber ist, wenn die Grooves sauber sind und der Schläger auch nicht nass ist und Sie einen guten Ball nehmen aus einer guten Lage, dann hat Ihr Ball in aller Regel auch Rückwärtsdrall. Es gibt jetzt noch das Phänomen, dass man den Ball etwas dünn treffen kann. Also dann wäre der Abdruck nicht ganz normal oder perfekt, sondern ein bisschen weiter unten auf der Schlagfläche. Also man toppt den Ball ein ganz kleines bisschen sozusagen. Und dadurch kippt der Schläger im Treffmoment ein bisschen mehr so nach vorne sozusagen. Das heißt, die Schlagfläche weicht dann so aus. Und dadurch rutscht der Ball quasi noch ein bisschen mehr so hoch, dass er eben noch mehr Rückwärtsdrall erzeugt. Das ist ein sogenannter vertikaler Gear-Effekt. Und dadurch kriegt man dann noch mal besonders viel Rückwärtsdrall. Aber das würde ich eigentlich Ihnen als ganz normalen Golfer überhaupt nicht empfehlen, weil Sie müssen quasi mit Absicht ein bisschen dünn treffen. Und das ist ja eigentlich gar nicht unbedingt nützlich, weil dann wird das Treffen so ein Glücksspiel. Deswegen, das ist eher eine Sondertechnik. Wenn Sie Lust haben, das mal auszuprobieren, dann machen Sie das. Versuchen Sie mal, den Ball ein bisschen ein, zwei Rillen weiter unten auf der Schlagfläche zu treffen, also ein bisschen dünn. Aber für die normalen Menschen ist das nicht besonders nützlich, weil dann wird es einfach zu schwierig. Man ist ja in aller Regel überhaupt schon damit beschäftigt, sauber zu treffen, eine bestimmte Menge Boden zu bekommen. Insofern, spezielle Sache, für den normalen Golfer kommt das eigentlich nicht in Frage.